So, ich grüße auch ganz herzlich alle an der Übertragung. Ihr seid jetzt zugeschaltet zu uns in den Gottesdienst und wir wünschen euch auch Gottes Segen an diesem Tag. Da gibt es diesen Propheten Hosea im Alten Testament, ein Buch im Alten Testament, und bei keinem der Propheten ist man so im Leben eines Menschen mit drin wie bei ihm. Meistens haben die Propheten einfach nur weitergegeben, was Gott wollte. Und bei Hosea war es nicht nur, dass er weitergegeben hat, was Gott wollte, sondern dass er leben musste, was Gott lebt und er lebt. Und das mal zu versuchen nachzuempfinden, es ist echt schwer. Diese Treulosigkeit, diese Gleichgültigkeit und dieses immer wieder neu Anpackende in dieser Ehe. Und diese Ehe steht für nichts anderes als das, was Gott mit seinem Volk getan hat. Und wisst ihr was, was er heute noch mit uns immer noch tut? Versuchen wir es doch mal ein bisschen wahrzunehmen. Also Hosea kriegt von Gott einen Auftrag und Gott sagt ihm, du sollst eine Frau heiraten und ich sage dir, es wird eine Hure sein. Wahrscheinlich war er ganzes Leben schon geprägt davor, Männergeschichten zu haben. Und dann heiratet er diese Goma und als der Herr anfing zu reden durch Hosea, so heißt es Hosea 1, Vers 2, also als sein Auftrag begann, Prophet zu sein, sprach er zu ihm, geh hin, nimm eine hurende Frau und du wirst Hurenkinder bekommen, denn das ganze Land läuft weg vom Herrn. Die Menschen haben andere und anderes im Sinn, aber nicht Gott, den Vater. Die Menschen haben anderes und andere im Sinn, aber nicht der, der dich geschaffen hat und der dich liebt. Und Hosea macht das. Und er weiß noch gar nicht, auf was er sich einlässt, er tut es aber im Gehorsam. Und dann heißt es, da ging er und nahm Gomer oder Goma, die Tochter Diblaims, und sie wurde schwanger. Also relativ schnell kam das erste Kind. Und ihr Lieben, dann werden drei Kinder geboren. Und Gott gibt dem Hosea einen Befehl, ihnen Namen zu geben. Und diese Namen werden immer deprimierender. Du hast den Eindruck, das wird immer nur noch schlimmer. Lasst euch mit reinnehmen. Sie gebar ihm einen Sohn, der Erstgeborene. Und der Herr sprach zu Hosea, gib ihm den Namen Jezreel, das heißt Gott sät. Was sät Gott? Gott sät Gericht. Diese Situation, die das Volk momentan lebt und erlebt, wird nicht so bleiben. Es wird sich alles verändern. Und es wird eine Gerichtssituation sein. Das, was wir im Schnellkurs eben gesehen haben, was wir in der Geschichte wissen, dass die Assyrer irgendwann das Nordreich Israel eingenommen hatten, das hat Hosea noch nicht gewusst. Jetzt schon. Und jedes Mal, wenn der Jezreel gerufen hat, den kleinen erstgeborenen Sohn, hat er gewusst, das bleibt alles nicht so. Da kommt noch etwas. Es ist gesät. Denn nur ein Weilchen noch, dann suche ich die Blutschuld von Israel heim und mache dem Königtum des Hauses Israels ein Ende. Und Gomer wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Und Gott sprach zu Hosea, gib ihr den Namen Lo-Ruhama. Lo-Ruhama heißt übersetzt nicht erbarmen. Denn ich erbarme mich künftig über das Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihn mein Erbarmen völlig weg. Also wenn ich mir das vorstelle als Vater, meine kleine Tochter, das ist jetzt schon mal Jährchen her, aber als ich die im Arm hatte, ja, und ich rufe sie Lo-Ruhama und denke jedes Mal daran, Gott wird sich jetzt irgendwann nicht mehr erbarmen, das hört alles auf. Wow, das lebt mal. Das lebt mal. Du wirst dich die Namen deiner Kinder an das erinnern, was alles kommt. Aber es wird noch schlimmer. Und als sie Gomer Lo-Ruhama dieses Nicht-Erbarmen entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und Gott sprach, gib ihm den Namen Lo-Ami. Lo-Ami heißt übersetzt nicht mein Volk.
denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht Jahweh sein. Also, wenn einer von euch wirklich Interesse am Volk Israel hat, dann hat er jetzt ein Gespür, denn das für das Volk Israel ist der Name Gottes, Jahweh, entscheidend wichtig. Denn mit Mose begann Gott die Rettungsaktion und die Geschichte des Volkes Israel. Und daran erinnern sich die Israeliten immer wieder, bis heute. Und wie hat sich Gott vorgestellt? Ich bin Jahweh, ich bin der ich bin, ich bleibe, ich werde mit euch sein. Und hier kommt zum ersten Mal in einer Form etwas rüber, nach dem Motto, das Jahweh wird nicht mehr sein. Sondern es wird sein, tatsächlich, Lo Ami, ihr seid nicht mehr mein Volk. Das heißt, Hosea lebt mit einer hurenden Frau und mit Kindern, die ihn ständig daran erinnert werden, das wird alles nur noch schlimmer. Das ist sein Alltag. Und sein Alltag ist auch so, dass Gomer seine Frau fremd geht und obwohl er sie letztlich rausgeholt hat, ihr eine Sicherheit gegeben hat, das muss man im Sozialkontext nochmal verstehen, eine Frau war damals eigentlich nur definiert und ihren Wert hatte sie nie durch den Mann, ja, und die Sicherheit, obwohl ihr das Hosea alles gegeben hat, die hat die sich an die anderen Männer gehängt. Und es ist heute wie damals aber so, wenn es um Ehebruch geht und wenn es darum geht, dass man mehrere Beziehungen hat, dass du immer in einer Beziehung noch abhängig voneinander wirst. Sonst ist es ja keine Liebe, du schenkst dich ja, beschenkst dich ja. Das heißt, diese Frau hat sich abhängig gemacht von den anderen Männern. Und die Männer haben schließlich diese Frau auch benutzt. Hosea 2, Vers 7, denn ihre Mutter hat gehurt, hat Schande getrieben. Denn sie sagte sich, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und mein Wasser geben, meine Wolle und mein Flachs, mein Öl und mein Getränk. Weiß nicht, was es sonst noch alles so wünschte, diese Frau. Was sie alles für sich erwünschte, Sex und Schminke vielleicht, keine Ahnung. Und die Männer haben mir das alles gegeben und dadurch wurde sie abhängig von diesen Männern und stand in Schulden. Und die Geschichte von Hosea geht so weiter, dass Gott eines Tages den Hosea beauftragte. Und er beauftragt und sprach zu ihm, geh noch einmal, liebe eine Frau, interessanterweise steht hier nicht mehr deine Frau, weil es so kaputt war, die Ehe war komplett zerstört. Liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt, aber liebe sie. Wie der Herr die Söhne Israels liebt, die sich anderen Göttern zuwenden, die anderes und andere im Blick haben, nicht mich. Die Traubenkuchen lieben, das ist einfach eine Aussage, Leben genießen. Das wiederum passt gut in unsere Gesellschaft. Es geht immer nur ums Leben genießen. Deswegen sind wir auch alle so gestresst, weil das gerade so schwer ist. Und dann heißt es, dass Hosea sie freikaufte für 15 Silberschinkel, ein Homer Gerste und ein Lettich Gerste. Das heißt, er hat viel Geld in die Hand genommen, damit diese Frau, seine Frau, keine Schulden mehr hat bei den anderen Männern und von ihnen freikommt. Ich weiß ja gar nicht, und das weiß keiner von uns, wie viele Jahre das Hosea durchgemacht hat. Aber zumindest sind mal drei Kinder geboren und die sind groß geworden. Wie oft das vorkam, wie viele Wellenbewegungen auch des Gefühls und des nochmal anpacken und wieder starten, im Gehorsam auf Gott das zu leben, sich immer wieder erbarmen, obwohl wirklich, und das muss man einfach mal wahrnehmen, eigentlich hätte dann schlussendlich gezogen werden müssen. Das wäre zu Ende gewesen. Was für ein Leben. Und was für ein Gott, der genau das mit seinem Volk tut und mit uns auch. Ich habe mich gefragt, warum hält Gott an uns Menschen so fest wie Sekundenkleber oder ein viel besseres Bild ist. Die Kinder, ihr habt das vielleicht auch vor Augen, die haben ja ihre Kuscheltiere. Ey, die kannst du irgendwann nicht mehr erkennen, die sehen manchmal aus wie Zombies, total zerflettert oder was. Aber das bleibt. Die hängen da dran, das kannst du denen nicht wegnehmen. Warum ist die Liebe Gottes zu uns Menschen so unkaputtbar? Entschuldigung, diese Wortschöpfung, aber die ist mir eingefallen. Es ist unkaputtbar.
Warum ist diese Liebe nicht zu zerstören? Und warum, und das habe ich neu entdeckt und das hat mich echt nochmal berührt, warum gibt es in diesem Buch Hosea eines der stärksten Liebeserklärungen Gottes zu seinem Volk und zu den Menschen? In diesem Buch, wo all das andere vorhergesagt wird und wo vieles davon noch eingetroffen ist, denn das, was Gott sagt, das geschieht. Aber warum sagt er mitten in dieses nicht erbarmen, nicht mein Volk, diese Sätze zum Ende des Buches, eines der stärksten Liebesbezeugnisse Gottes für mich in der Schrift. Ich lese es euch. Wie sollte ich dich preisgeben, Israel? Wie sollte ich dich ausliefern? Wie könnte ich dich preisgeben, wie? Und dann gibt es ein Beispiel, das damals wohl bekannt war, nämlich Adma, der Zeboim gleich gemacht hat und zerstört hat. Nein, mein Herz kehrt sich in mir um. Wisst ihr eigentlich, wie sehr ich, Gott, an der Situation leide, die ihr erlebt? Habt ihr nur ein bisschen Ahnung, was für eine Traurigkeit? Also das Herz umkehren, das ist eines der stärksten Formulierungen im Hebräischen, um zu sagen, wie ein Mensch, ist kein Mensch, wie Gott mitleidet. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, will ich Ephraim nicht vernichten. Und dann kommt der Grund. Ich habe gefragt, warum? Warum ist diese Liebe unkaputtbar? Warum ist Gott, der wirklich zornig ist und sagt, es geht so nicht weiter und es ging auch nicht so weiter. Aber warum hält er an Israel fest? Warum hält er an dir fest? Er sagt es hier in Hosea 11. Denn Gott bin ich und nicht Mensch. Denn Gott bin ich und nicht Mensch. Ich bin in deiner Mitte der Heilige. Der heilige Gott wird nicht aufgeben, dich zu lieben. Niemals. Der heilige Gott kann sich heilig aufregen und tut es bis heute über Menschen. Aber er ist Gott und er ist nie Mensch. Und er wird nie von uns Menschen verstanden werden. Ich möchte mit euch heute und je nachdem, wie das so weitergeht, auch das nächste Mal und vielleicht noch ein drittes Mal über die Heiligkeit Gottes nachdenken. Ich möchte gern versuchen, für mich und mit euch zu verstehen, was ist das für ein Gott, der heilig genannt wird. Heiligkeit übersetzt heißt erstmal ganz anders, heißt abgesondert, heißt nicht zu verstehen, heißt sich vom Rest unterscheiden, eben ganz anders als das, was wir versuchen zu begreifen. Ganz anders. Das ist heilig. Und diese Unerklärlichkeit und diese Unfassbarkeit, und gerade in dem Hosea-Buch wird das so ein Stück, das ist unfassbar. Das kann man gar nicht erklären, was da abläuft. In allem wird in der Schrift immer wieder deutlich. Und wisst ihr, das wird nicht nur in der Schrift zum Thema gemacht, das kommt auch in deinem Leben vor. Die Heiligkeit Gottes ist Teil deines Lebens. Und das versuche ich heute Morgen mit uns zu teilen. Die Heiligkeit Gottes ist ein Thema in der Schrift. Und ich nenne uns jetzt zwei Beispiele. Und die Heiligkeit Gottes ist aber auch ein Thema in deinem Leben. Das erste Beispiel, was sich durch die Schrift zieht, ist die Größe Gottes. Daran wird die Heiligkeit, das ist unfassbar. Das ist anders. Das kannst du mit deinem Spatzenhirn, egal wie viel IQ du hast, sehr unterschiedlich bei uns ausgeprägt. Ja, das kann keiner ergreifen. Gott schafft ein Universum von Millionen von Sonnensystemen. Hey, wir sind immer noch nicht dabei, unser Sonnensystem zu verstehen, obwohl wir den Wissenschaftlern alle Ehre sehr weit sind. Millionen von Sonnensystemen schafft dieser Gott, hat alles im Blick und gleichzeitig ist er brennend an deinem Leben interessiert. Die Bibel sagt, dass er die Haare auf deinem Haupt zählt. Also Gott weiß heute Morgen mehr als du. Du weißt nämlich gar nicht, wie viele Haare auf deinem Haupt sind. Und das ändert sich ja auch ständig. Ja, Gott sagt ja nicht, dass er die Haare ersetzt, aber er sagt dir, ich weiß gerade,
wie es um dich aussieht, wie es dir geht. Gott, das ist wahr. Das ist der gleiche Gott, der Millionen von Sonnensystemen geschaffen hat. Und ganz ehrlich, ich weiß bis heute nicht, gibt es vielleicht noch irgendwo eine Erde? Diesen Gott, in der Größe, ist alles zuzutrauen. Hallo, Größe Gottes heißt für mich, dieser Gott schafft etwas, was mein Hirn nicht hinkriegt und gleichzeitig nimmt er Dinge wahr, was ich bei mir selber nicht mal hinkriege. Das ist dieser Gott. Und dieser Gott hat nicht nur das Universum im Blick, sondern hat im Moment nicht nur deine Haare im Blick. Könnt ihr dir sagen, wie viel sind wir? Er geht viel tiefer. Es ist viel heiliger, es ist viel besonderer. Er hat das im Blick, was Salomo an einem besonderen Tag plötzlich erkennt, und das ist eine wunderbare Aussage. Eine wunderbare Aussage über einen heiligen Gott, der so anders ist. Salomo kommt ins Beten, ins Anbeten. So wie es eben bei der Begrüßung bezeugt wurde, dass Gott uns plötzlich manchmal durch was auch immer in die Anbetung, in seine Gegenwart führt. Und er erlebt das als König bei der Einweihung des Tempels. In 1. Könige 8 wird es beschrieben, was er da betet, was er da sagt, was er da erkennt. Da merkst du, der ist in unmittelbarer Gegenwart gepackt von diesem heiligen anderen Gott. Und da sagt er, Gott allein kennt das Herz aller Menschenkinder. Gott allein kennt das Herz aller Menschenkinder. Das heißt, deine Gefühle, deine Gedanken, deine Wünsche, deine Pläne und alles nicht Aussprechbare, was in deinem Herzen zählt ist, kennt er. Hallo? 7,8 Milliarden Menschen sind gerade auf der Welt. 380.000 kommen jeden Tag dazu. Das heißt, jede Sekunde 4. 4, 8, 12, 16. Und Gott kennt dein Herz und das Herz eines jeden Menschen. Das ist Heiligkeit. Das ist anders. Das ist Größe. Und du wirst es nicht zusammenbringen, aber die Bibel sagt es. Der, der alle Sonnensysteme geschaffen hat, kennt die Situation eines jeden Menschen besser als er selber. Das ist Anbetung. Ein anderer Gedanke als Hilfe, um ein bisschen eine Ahnung zu bekommen, mehr geht das heute Morgen gar nicht, ja? Ein bisschen eine Ahnung zu bekommen von Heiligkeit ist die Reinheit Gottes. Gott ist rein und Gott kann Schuld nicht haben. Sünde und Gott geht null zusammen, auch nicht ein bisschen. Das ist Hosea. Das merkt ihr an Hosea. Das merkt man in diesem Buch, wo es sehr krass deutlich wird. Es verträgt sich nicht. Und es hat Folgen. Mir ist ein anderes Beispiel eingefallen aus 3. Mose 10. Ich lese euch das, die ersten beiden Verse. Zwei Söhne Aarons. Aaron war ja der Hohepriester. Und es war ja so von Gott verordnet, dass der Hohepriester, dass die Söhne des Hohepriesters auch ins Priesteramt kamen und dann meistens einer nachfolgend der nächste Hohepriester wurde. Also zwei Söhne Aarons des Hohepriesters, Nadab und Abihu, nahmen ihre Räucherpfannen, legten glühende Holzkohle hinein, streuten Weihrauch darüber und damit gingen sie in das heilige Zelt, in das Heiligtum, um es den Herrn darzubringen. Aber sie taten es eigenmächtig, der Herr hatte es ihnen gar nicht befohlen. Da tötete der Herr die beiden durch ein Feuer und sie starben dort im Heiligtum. Die beiden Priestersöhne halten sich nicht an die Anweisung Gottes, tun aber doch irgendwas Gutes. Und die Konsequenz war der Tod. Gott, wer bist du? Eines wird sichtbar und es zieht sich durch die Schrift und es zieht sich auch ins Neue Testament hinein. Und ich versuche das gleich wieder für uns nochmal zur Erinnerung deutlich zu machen. Wir haben den gleichen heiligen Gott. Es gibt ja Leute, die denken, es gibt einen alttestamentlichen, neutestamentlichen Gott. Was ein Quatsch. Gott ist heilig und die Sünde und die Schuld verträgt sich nie mit Gott. Das ist die Botschaft von jeher und wird immer so sein.
Eines ist sicher in so einer Situation: Sünde ist keine Bagatelle bei Gott. Nie, niemals. Niemals. Bei Hosea auch. Und Hosea hat das echt erlitten mit seiner Frau. Was ist anders? Wisst ihr, was anders ist? Jesus ist anders. Deswegen ist die ganze Konzentration Jesus allein. Das ist der einzige Grund, warum wir das immer wieder verkündigen, manchmal aus verschiedenen Sichten, heute aus der Sicht der Heiligkeit Gottes. Was ist anders? Das ist anders, dass er gekommen ist, Gott selber in Jesus, und dass er Schuld getragen hat und dass er dafür gestorben ist und auferstanden ist. Damit ist keinerlei Schuld auch nach dem Sterben Jesus jemals eine Bagatelle geworden. Nie. Sondern die Strafe liegt auf ihm, auf das ich Frieden habe. Und ich muss euch sagen, als ich diese Situation, diese Szene, man hat mir auf mich wirken lassen, das sind zwei Priester, die eigenmächtig da Dinge tun, vielleicht noch gut gemeint, und sie starben. Und ich hatte plötzlich eine Erkenntnis: Christoph, du wärst nicht mehr am Leben, wenn du im alten Bund leben würdest. Durch Jesus, der Dinge getragen hat, meine Schuld, die nie eine Bagatelle waren, ob sie groß sind oder klein, da gibt es erstmal keinen Unterschied. Für alles hat Jesus Christus, ist Jesus Christus gestorben und hat Jesus Christus getragen. Gibt es eine Antwort der Liebe Gottes? Seid Jesus Christus. Es ist immer noch der heilige Gott. Es ist immer noch der gleiche Gott, der rein ist und der sich mit Sünde nicht verträgt. Und es gibt keinen anderen Weg, keine andere Religion, keine anderen Gedanken als allein Jesus Christus, um zu begreifen, wie heilig Gott in seiner Liebe ist, dass er uns liebt und leben lässt. Nur in Jesus Christus ist Rettung. Das ist Gottes Wille und Gottes Weg, und der ist heilig. Gibt keinen anderen. Einzigartig. Das ist heilig. Wenn Gott uns als Heiliger begegnet, in der Schrift wie in unserem Leben, dann lasst uns heute zwei Dinge festhalten. Das ist, glaube ich, unsere Reaktion auch der Liebe Gott gegenüber, gegenüber dem Heiligen. Das Erste: wir können über Gott nicht verfügen. Ich komme deswegen drauf, weil das oft so, das ist, wie der Mensch schon seit jeher agiert und reagiert. Und ich steige ein mit dem Beispiel des Kasperls, weil ich habe als Kind noch ein Kasperltheater kennengelernt. Vielleicht der ein oder andere auch noch, die neue Generation kennt das nicht mehr. Das heißt, da wurde so ein Fenster hingestellt, so ein bisschen dekorativ gestaltet, und dann ging der Vorhang auf, und wer kam? Der Seppel. Und der Seppel war meistens grün angezogen und hat dann irgendeine Situation geschildert, und die war dramatisch und wir brauchen Hilfe, und dann hieß es immer: wir müssen den Kasperl rufen. Und dann wurden die Kinder: ja, Kasperl, Kasperl, einmal Kasperl. Und der kam, rot, ja, und das Abenteuer ging los. Und zum Schluss war die Sache gelöst. Und danach, was ist danach gewesen? Ich sag's euch: der Kasperl ist in der Kiste verschwunden. Und die Menschen seit jeher, nicht wenige, nicht nur die Gläubigen, auch die anderen, rufen zu Gott und sagen: jetzt greif ein, was auch immer. Und wisst ihr was? Gott tut das. Da ist manchmal kein Ansehen der Person. Das ist Heiligkeit Gottes, das ist kein Verstehen. Gott greift ein. Und was tun die Menschen, sobald die Sache gelöst ist? Weil Gott kommt wie der Kasperl in die Kiste und man lebt weiter. Nach seinen Vorstellungen, nach seinen Wünschen, nach seinen Ideen. Das ist das, was im Buch Hosea so ein Thema ist. Wo Gott sagt: ihr Lieben, ihr versteht überhaupt nicht, um was es geht mit mir, mit dem heiligen Gott. Ihr Lieben, natürlich will Gott gebeten sein. Es gibt unzählige Verheißungen, wo Gott sagt: bittet mich. Aber er will auch wahrgenommen sein. Es soll nicht nur sein: Gott mach und Gott hilf, sondern: Gott, du bist. Oder: dein Wille geschehe. Bleib vor dir stehen, heiliger Gott, dein Wille geschehe. Kein Notrufgott, kein Kasperlgott, sondern ein heiliger Gott. Wir können nicht über Gott verfügen, denn er ist Herr. Ihr Leute, 8 Milliarden Menschen bald, ja? 8 Milliarden Menschen, und Gott ist der Herr über alles. Und
Wir meinen unter diesen 8 Milliarden, ich stell dir das mal vor, denk mal über dich selber nach. Wir meinen unter diesen 8 Milliarden Menschen, der hat immer Zeit für uns und muss jetzt reagieren bei 8 Milliarden Menschen. Das ist doch verrückt. Nein, ist es nicht. Denn Gott kennt dein Herz und liebt dich. Ist es nicht? Es ist nicht so. Samuel erkennt das in einer Tiefe. Gott kennt das Herz eines jeden Menschen. Aber er bittet uns auch, dass wir ihn heilig sein lassen. Und wie wir mit ihm umgehen, in voller Ehrfurcht. Er ist der Herr, nicht wir sagen, wie es geht. Dein Wille geschehe. Das ist die Sehnsucht Gottes des Heiligen, wie die, die er liebt und deren Herz er besser kennt als du, mit ihm umgehen sollen. Das sollten wir tun. Und das Zweite, wir brauchen Gott nicht verstehen, weil wir es auch nie können. Weil wir es nie können. Und da ich ja hier in der Region groß geworden bin, habe ich über mein Leben nachgedacht und mir ist ein sehr markantes Beispiel eingefallen. Es hat was mit dieser Gemeinde zu tun, mit meiner Gemeinde, in der ich jetzt wieder drin bin. Ich bin ja in Weidenhausen groß geworden, bin da zum Glauben gekommen, bei den Diakonissen einer ganz einfachen Sonntagsschule. Gott hat viele Wege, Menschen zu erreichen. Und habe da meine geistlichen Erfahrungen gemacht und es hat sicherlich auch was hier mit Hartenrot, Haus Berg, mit all dem zu tun. Und es gab für mich ein Vorbild in meinem Leben, das war Hartwig. Und das war nicht nur für mich ein Vorbild, sondern das war für viele junge Menschen ein Vorbild. Und da macht er einen Motorradausflug in einer Freizeit und wird totgefahren ohne Verschulden. Obwohl er von Gott geführt war in eine theologische Ausbildung, die ich später genossen habe und heute hier stehe. Ich kürze das ab. Das ist ein Beispiel aus meinem Leben und auch ein Beispiel in das Leben dieser Gemeinde. Und Gott segne euch Eltern, jetzt in diesem Moment. Ein Beispiel in dieser Gemeinde nicht zu verstehen, aber eines muss ich auch bezeugen. Ich habe einen Frieden in dieser Zeit erlebt, eine Nähe mit Gott wie selten zuvor. Und die Beerdigung war eine Auferstehungsfeier. Und wenn ich mich heute erinnere, weiß ich, das geht weiter. Den heiligen Gott anzunehmen, über Dinge, die wir nicht verstehen, heißt seinen Frieden erleben, denn er kennt mein Herz und euer Herz. Einfach zu, es blieb ja nichts anderes übrig, aber auch bewusst zu tun, Gott, der, dein Weg mit Hartwig war ein anderer, das verstehe ich nicht, aber dein Friede ist über mir und über uns als Gemeinde. Und dann habe ich weiter nachgedacht, um einfach euch mit reinzunehmen. Und ihr werdet eure Geschichte haben. Deswegen spreche ich davon, die Heiligkeit Gottes kommt auch in eurer Lebensgeschichte vor. Wenn ich daran denke, dass ich in Ida-Oberstein ein großer Ort, 60.000 Einwohner, aber klein meine ich, mit kaum geistliches Leben, im Hunsrück gibt es kein geistliches Leben. Ey, weißt du, wo du da die nächste Gemeinde findest? 20 Kilometer weiter, nicht vier in einem Ort wie hier im Hinterland. Und ich kam da in diese Region und merkte, das sind zwei ganz kleine Gruppen. Die eine Gemeinschaft, für die war ich mitverantwortlich. Und dann fing ich an zu überlegen und zu beten. Und wir merkten auch die, die das mitgemacht haben, Mensch, da ist doch eine Möglichkeit, dass wir uns einfach zusammentun und diese Kraft bündeln, um Reich Gottes mit aufzubauen, mit Gottes Hilfe wirklich was zu wagen. Ich kürze das ab, will euch ja nicht langweilen, aber in meinem Herzen ist Waterloo. Da war zum Schluss alles kaputt. Und bis heute denke ich, das müsste immer noch so gehen, weil da ist immer noch Waterloo. Und da war noch eine Chance. Und ich verstehe nicht, warum das einfach nicht funktioniert hat. Natürlich kann ich euch Gründe nennen, vielleicht auch meine eigene Euphorie und Begeisterung. Also ich spiele ja auch immer in der ganzen Sache mit meiner Geschichte, mit meinem Leben eine Rolle. Immer du auch. Ja? Und dann gab es auch noch andere Gründe mit Verbänden und mit Menschen und mit Verhalten. Und dann frage ich mich trotzdem, aber es geht auch um dein Reich. Es ging nur darum, dass die Kraft, die da ist, andere erreicht. Und es geschieht bis heute nicht. Ich verstehe es nicht. Oder
als wir als Familie, unsere Kinder waren ja alle pubertär, nach Babenhausen geführt werden, die wussten, das wird schon ein heftiger Start jetzt. Ja? Das war von Gott geführt, ihr Lieben. Das war ja nicht so, dass sie uns mal was ausgesucht haben. Das war eine Führung Gottes in diese Gemeinde hinein. Und nach wenigen Monaten merke ich über Verkündigung, über Inhalte, auch das kürze ich ab, ein einziges Tohuwabohu in der Gemeinde, in meinem Herzen. Ich verstehe nicht, ey Leute, ich war da in der Blüte meines Lebens, das ändert sich jetzt langsam. Ja, wenn man über 50 wird, ist das vorbei, aber da war ich Anfang 40, Mitte 40, wo ich dachte, jetzt gibst du Gas. Das ist genau eine Phase in meinem Leben, wo ich sage, es war nur Bremsen, nur Rot. Glaubt bloß nicht, dass ich das verstehe. Aber was ich euch sagen kann und was ich dir sagen möchte, ist, dass ich unzählige Male auch in meinem Dienstleben die Gegenwart Gottes, den Frieden Gottes nicht nur gespürt habe, sondern darauf gebaut habe, damit gelebt habe. Ich lebe mit Jesus, mit diesem heiligen Gott, der in vielen Dingen nicht zu verstehen ist, aber der mir nahe kommt, der das Herz eines jeden Menschen kennt. Und der hat mein Herz so oft erkannt. Und ich wusste es. Und darin war Frieden und immer wieder neues Anvertrauen. Deswegen sollten wir verstehen, dass Gott immer das Richtige tut. Nicht nach dem Motto vom Verstand, ich kann es nachvollziehen. Wir sollten verstehen oder glauben, es ist besser, dass Gott immer das Richtige tut, auch wenn wir sein Handeln nicht begreifen. Also uns ihm anvertrauen über den Situationen unseres Lebens. Was glaubt ihr, wie oft Hosea das gemacht hat? Könnt ihr das nachempfinden? Wie oft hat er das neu gemacht? Man hat gesagt, okay, ich lebe weiter. Also ich kann mir einen Prophetenleben auch anders vorstellen, aber ich mache es, ich nehme es auf seine Hand. Und Gott ist Hosea treu geblieben, ist Hosea begegnet. Und das tut er bei dir und bei mir. Weil seine Gedanken nicht unsere sind, gehört es zur Heiligkeit Gottes, dass ich einfach froh verkündige, Gott macht keine Fehler. Und er greift auch nicht ein, wenn es zu spät ist. Er tut das Richtige in seinem Zeitpunkt. Und weil Gott Gott ist und wir Mensch sind, sind seine Gedanken nicht unsere. Und unsere Reaktion, ihr Lieben, auf dieses Nichtverstehen ist Vertrauen. Ist an Vertrauen. Damit sind wir da, wo Gott uns haben will. Wir ehren ihn. Über jeder Situation, wo du dich ihm zuwendest, mit deinem Herzen, das er besser kennt als du, wo du dich ihm anvertraust über diese Situation, ehrst du Gott. Also das finde ich nicht nur an Betungszeiten statt, so nach dem Motto, wir stehen mal alle auf und ehren Gott, sondern das findet in solchen Zeiten statt. In der Tiefe, in der Dimension, die Gott wirklich groß macht. Nämlich das, was er ist groß und er ist heilig und ist anders. Der Vater im Himmel ist immer vertrauenswürdig, immer. Und mein Herz, das er kennt, kommt immer wieder zur Ruhe bei ihm. Mit Zukunft. Das ist auch Heiligkeit. Hosea hatte auch eine Zukunft. Nicht so sehr mit Gomer und seinen drei Kindern. Aber ich werde ihn sehen, eines Tages. Die Zukunft derer, die an Jesus Christus glauben und derer, die auch im alten Bund an Gott festgehalten haben. Immer mit Zukunft. Zusammenfassend möchte ich euch, und habe ich versucht heute, und ich weiß nicht, ob es gelungen ist, das wisst ihr, vor allem wisst ihr, wo der Geist Gottes geschenkt hat. Liebe, ich kenne dein Herz. Und Ehrfurcht vor einem heiligen, nicht zu verstehenden Gott ist Einheit. Und das ist Heiligkeit. Wenn du das trennst, und das wird manchmal auch versucht, ja, da wird immer von dem Gott der Liebe gesprochen, ohne zu wissen, wer der Heilige ist. Da wird von dem Heiligen gesprochen, ohne zu wissen, hallo, du hast Papaschoß-Situation mit dem Vater im Himmel. Das kennen manche Menschen gar nicht. Wer das trennt, hat Heiligkeit nicht verstanden. Das ist die Heiligkeit, dass das unmittelbar zusammengehört. Ja, verstehen nicht, ja, ist gut. Aber das ist ja Gott, der Vater im Himmel, den wir Vater nennen, dass er das in unserem Herzen, das er besser kennt, als wir zusammenbringt. Und wisst ihr, da kann das wirklich passieren. Ich kenne das in meinem Leben, du vielleicht auch, dass du aus einer
ehrfurchtsvollen Anbetung, wer bin ich eigentlich? Zu Recht, hallo, fast 8 Milliarden Menschen und ich sage Gott das. Wer bin ich eigentlich? Oder auch im Erkenntnis manchmal unseres eigenen Verhaltens, dieses vorsichtige Rantasten, zu Recht, Gott ist rein, wer bin ich eigentlich? Und ich halte mich an Jesus und gehe mutig, ja, ich gehe mutig vor den Thron Gottes. Und trotzdem sage ich, wer bin ich eigentlich? Das ist Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, plötzlich auf seinem Schoß sitzen. Plötzlich in deiner Liebe aufgehoben bin, zutiefst angenommen durch Jesus Christus. Und es kann genauso andersrum sein, dass ich aus dieser tiefen Liebe und dieser tiefen Geborgenheit und des Friedens plötzlich heilig unruhig werde und sage, oh Gott, wir müssen was tun, du willst was bewegen, ich will dir gehorchen, ich will wissen, was du machst, ich will losziehen. Ich will, dass dein Name geehrt wird. Ich kann nicht nur bei dir bleiben auf deinem Schoß, weil es zusammengehört. Die Heiligkeit, die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott und die komplette Liebe des Vaters ist eine Einheit. Und das ist Heiligkeit. Ich komme zum Ende. Mir kam so ein Gedanke, vielleicht war das auch so, Gottes Heiligkeit zu verkündigen und so zu erklären, ist so ähnlich wie einem Blinden vom Regenbogen zu erzählen. Aber zumindest ist es ein Versuch wert. Und Gott gibt uns Hilfen, wie zum Beispiel im Buch Hosea. Und wie in unserem eigenen Leben, denn Gott schreibt ja Geschichte in seinem Wort für alle Zeit gültig und Geschichte in deinem Leben für dein Leben alle Zeit gültig von seiner Heiligkeit. Und deswegen ist es ein gutes Zeichen, wenn wir beides im Leben erleben. Seine Liebe genießen, denn du bist einer von fast 8 Milliarden Menschen, dessen Herz mit allem, was da drin ist, Gott kennt und liebt. Seine Zusagen, die Schrift ist im Alten wie im Neuen Testament voll von Gottes Zusagen der Liebe. Genießen und vertrauen. Und wenn wir das andere auch tun, ihm mit Ehrfurcht begegnen und sagen, ich nehme das aus deiner Hand, ich gebe weiter das Beste für dich, ich möchte, dass dein Name hoch erhoben wird, Gott, ich will für dich leben, ich will deinen Geboten gehorchen und du bist der Herr und bleibst es. Und daran halte ich fest, jetzt bis in Ewigkeit. Und dazu segne Gott uns miteinander. Amen.